Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 1, Befragung der Bundesregierung. Mitgeteilt als Thema der heutigen Kabinettssitzung wurde uns Jahresabrüstungsbericht 2010. Das Wort für den einleitenden Bericht, der 5 Minuten dauern soll, hat der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Herr Dr. Werner Heuer. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, für die Bundesregierung sind Abrüstung und Rüstungskontrolle zentrale Bestandteile deutscher Außen- und Sicherheitspolitik. Rüstungskontrolle kann durch ihre vertrauensbildende Funktion Spielräume für die globale Zusammenarbeit schaffen und damit entscheidend zu mehr Sicherheit und zu politischer Stabilität weltweit beitragen. Diesem besonderen Engagement der Bundesregierung, mithilfe von Abrüstung und Rüstungskontrolle die Welt für unsere Bürgerinnen und Bürger sicherer zu machen, verleihen wir heute dadurch Nachdruck, dass das Bundeskabinett als einen der ersten Jahresberichte zum vergangenen Kalenderjahr bereits heute den, so der formelle Titel, 28. Jahresbericht zum Stand der Bemühungen um Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung sowie über die Entwicklung der Streitkräftepotenziale, kurz den Jahresabrüstungsbericht 2010, beschlossen hat. 2010 war ein wichtiges und erfolgreiches Jahr für Abrüstung und Rüstungskontrolle, auf dem wir 2011 gezielt weiter aufbauen wollen. Im Mai 2010 einigten sich die Vertragsstaaten des nuklearen Nichtverbreitungsvertrages erstmals seit 10 Jahren auf ein Abschlussdokument, das einen vorwärtsgerichteten Aktionsplan zur Stärkung aller drei Säulen des Nichtverbreitungsvertrages, also Abrüstung, Nichtverbreitung und das Recht auf friedliche Nutzung der Kernenergie, enthält. Mithilfe der sogenannten Freundesgruppe des NVV, deren 10 Außenminister sich im Frühjahr in Berlin treffen werden, wollen wir hier zukünftig noch stärker bei der Umsetzung des Aktionsplans eigene Akzente setzen. Die in Kürze bevorstehende Inkraftsetzung des neuen START-Vertrages durch die USA und Russland stellt entscheidende Weichen für weitere konkrete Abrüstungsschritte in den kommenden Jahren, gerade auch im Bereich der substrategischen Nuklearwaffen in Europa. Sie wissen, dass nach der mit überraschend deutlicher Mehrheit getroffenen Entscheidung des amerikanischen Senates, nach der Entscheidung der Staatsduma gestern und des Föderationsrates in Moskau heute die Weichen gestellt sind. Es steht dem Inkrafttreten dieses wichtigen Abrüstungsvertrages bereits in den nächsten Tagen nichts mehr im Wege, und das ist ein großer Erfolg für die gesamte Welt. Abrüstung und Rüstungskontrolle konnten 2010 auch erstmals als zentrale Bestandteile im neuen strategischen Konzept der NATO verabschiedet werden. Die im neuen strategischen Konzept verankerte Verpflichtung, die Bedingungen für eine Welt frei von Nuklearwaffen zu schaffen, war für uns ein wichtiger, für die Zukunft Signale setzender Verhandlungserfolg. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das internationale Nichtverbreitungsregime steht auch weiterhin vor großen Herausforderungen, insbesondere durch die bekannten Themen Iran und Nordkorea. Die Bundesregierung engagiert sich mit ihren Partnern im E3+3-Format für eine diplomatische Lösung des iranischen Nukleardossiers. Um Iran zu Verhandlungen zu bewegen, hat die Bundesregierung 2010 die Verschärfung der UN-Sanktionen durch die Sicherheitsratsresolution 1929 sowie deren deutlich erweiterte Umsetzung im EU-Rahmen unterstützt. Auf diese Weise haben wir Druck aufgebaut auf den Iran, der jetzt die in Istanbul stattgefundene Gesprächsrunde erst ermöglicht hat. Ein besonderes Anliegen der Bundesregierung war 2010, endlich die Krise um den KSE-Vertrag und die konventionelle Rüstungskontrolle in Europa zu überwinden und das positive Momentum aus dem nuklearen Bereich in den konventionellen Bereich zu übertragen. Mitte 2010 haben die NATO-Mitgliedstaaten eine neue Initiative vorgelegt, die konkrete Verhandlungen ermöglichen soll. Russland und die anderen der NATO nicht angehörenden KSE-Staaten haben das Gesprächsangebot prinzipiell positiv aufgenommen. Unser Ziel bleibt damit, 2011 den Einstieg in konkrete Verhandlungen zu schaffen. Es gilt, die europäische Rüstungskontrollarchitektur zu erhalten und gleichzeitig sie an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen. Der Kalte Krieg ist glücklicherweise Geschichte, aber Europa ist auch heute nicht frei von Bedrohungsperzeptionen und der Gefahr regionaler und lokaler Konflikte. Und dafür brauchen wir die passenden Instrumente, um Berechenbarkeit und Vertrauen zu stärken. Unsere Zukunftsperspektive ist es für die kommenden Jahre, das vorhandene Momentum im Nuklearbereich auch weltweit zur Stärkung der konventionellen Rüstungskontrolle zu nutzen, zumal beide Seiten zwei Seiten derselben Medaille sind. Nukleare Abrüstung wird nur durch Begrenzung konventioneller Ungleichgewichte vorankommen, genauso wie konventionelle Aufrüstung niemals Ersatz für reduzierte nukleare Potenziale werden darf. Das Argument,
dass der Abschied von Nuklearwaffen die Führbarkeit konventioneller Kriege erhöhen könnte, muss ausgeräumt werden. Meine Damen und Herren, die Bundesregierung hat die weltweite Friedenssicherung durch Stärkung des humanitären Völkerrechts und der humanitären Rüstungskontrolle sowie mit Hilfe effektiver Rüstungsexportkontrolle übergreifende politische Bedeutung. Die Bundesregierung engagiert sich deshalb nachhaltig für Umsetzung und Universalisierung des Abkommens zum Verbot von Landminen und Streumunition. Sie unterstützt darüber hinaus gezielt Bemühungen zur Schaffung eines umfassenden Waffenhandelsregisters, eines Waffenhandelsvertrages, Entschuldigung, für konventionelle Rüstungsgüter im VN-Rahmen, um hier endlich weltweit die notwendigen rechtlich bindenden Standards zu setzen. Bei der Kontrolle von Kleinwaffen als einem wesentlichen Element deutscher Bemühungen um Krisenprävention und Friedenskonsolidierung hat die Bundesregierung 2010 wichtige Akzente setzen können. Wie der Jahresrüstungsbericht im Detail berichtet, Kleinwaffen verursachen mehr Opfer als andere Waffengattungen. Sie verschärfen Konflikte, destabilisieren Gesellschaften und hemmen Entwicklung. Und deswegen bleiben wir hier besonders engagiert, gerade auch im Hinblick auf unsere Mitgliedschaft im Weltsicherheitsrat. Stärkung der konventionellen und nuklearen Rüstungskontrolle ist das Essential der gemeinsamen europäischen Agenda für Vertrauensbildung, in die wir zukünftig noch stärker unsere Nachbarn im Nahen Osten und im Süden, im Osten und im Süden und im Nahen Osten einbinden wollen. An der erfolgreichen Umsetzung dieser großen Agenda für nachhaltige weltweite Abrüstung und Rüstungskontrolle gemeinsam zu arbeiten, gerade dazu lade ich Sie herzlich ein. Wenn mir eben der Lapsus unterlaufen ist, dass ich den Osten mit dem Nahen Osten verwechselt habe, hat das durchaus einen ganz konkreten Sinn. Und ich glaube, dass die Verpflichtung aus der Vereinbarung in diesem Jahr, im letzten Jahr in New York zum Nichtverbreitungsvertrag, gerade auch diese Dimension des Nahen Ostens als besonders schwieriges, aber ganz besonders dringendes Thema einschließen. Doch hier wollen wir uns engagieren. Herzlichen Dank. Die erste Frage kommt von Kollegen Mützenich. Ja, vielen Dank an die Bundesregierung, an den Staatsminister, aber auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für diesen Bericht, der ja eine wichtige Diskussionsgrundlage für das Parlament auch jährlich bietet, hier mit erstellt haben. Herr Staatsminister, ich würde gern kurz auf diese Fragen noch mal eingehen, weil ich glaube, wir müssen natürlich auch aufpassen. Es ist eine Art Doppelbefund, der sich ja bei der Abrüstung und Rüstungskontrolle zeichnet. Wir von Seiten der Sozialdemokratischen Partei sind auch dankbar, dass viele Dinge vorangekommen sind, insbesondere der Startvertrag. Aber ich würde schon gerne auch noch mal die Bundesregierung fragen, ob sie nicht mit mir der Meinung sind, dass wir alles dafür tun müssen, dass aus solchen Rüstungskontrollabkommen nicht gleichzeitig wieder Aufrüstungsprozesse entstehen. Insbesondere der amerikanische Senat hat sich ja erst davon überzeugen lassen, diesem Vertrag zuzustimmen, nachdem 82 Milliarden US-Dollar in die Modernisierung von Atomwaffen gesteckt worden sind. Und das Gleiche hat gestern die Duma als Voraussetzung gemacht. Also ich glaube schon, dass die Bundesregierung gut daran tun würde, dies zu machen. Das ist meine Fragestellung. In diesem Zusammenhang wäre ich auch dankbar, wenn Sie vielleicht noch mal darauf eingehen würden, ob nicht möglicherweise auch die Frage der Raketenabwehr, vor der Europa und auch insbesondere die deutsche Diskussion steht, nicht auch ein Feld von Abrüstung und Rüstungskontrolle sein könnte, weil sich ja daraus auch offensichtlich wieder neue Aufrüstungsprozesse ergeben. Und Ihre Bemerkung zum Bereich des KSE-Vertrages würde mich dann doch schon interessieren. Wir haben ja mehrmals angeboten von meiner Fraktion aus, diesen Zusatzvertrag, dieses Zusatzarrangement auch mit zu ratifizieren. Aber kann ich Ihre Aussage so werten, dass Sie möglicherweise auf eine ganz neue Agenda von konventioneller Abrüstung und Rüstungskontrolle in Europa setzen? Und will sich die Bundesregierung diesem Prozess insoweit stellen, dass sie hier als verantwortlicher Akteur in Europa dies voranbringt? Und die letzte Frage in diesem Zusammenhang, mit Erlaubnis der Präsidentin, wie werden Sie denn in Zukunft mit der Rolle Indiens auch in der Nuclear Suppliers Group weiter fortfahren, was sozusagen deren Status betrifft? Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Mützenich. Das sind vier sehr wichtige Fragen. Das eine ist eine Grundfrage. Löst Rüstungskontrolle am Ende wieder eine Gegenbewegung aus, die dazu führt, dass wir am Ende wieder eine Spirale sehen nach oben? Das ist natürlich niemandes Interesse, zumindest nicht im unseren. Und deswegen müssen wir versuchen, dem entgegenzuwirken. Im Hinblick auf die Ratifizierung des New START-Abkommens im amerikanischen Senat
war dieser Punkt hier ein ganz entscheidender. Präsident Obama hat eine, wie ich finde, in Deutschland und Europa völlig unterschätzte Grundsatzentscheidung getroffen und zieht sie konsequent durch. Keine Entwicklung neuer Nuklearwaffen. Das ist für den amerikanischen Senat eine sensationelle Festlegung. Und unter diesen Umständen 70 Abgeordnete des Senats dazu zu bewegen, dem USTAT-Vertrag zuzustimmen, ist eine bemerkenswerte Leistung. Er hat einen Preis dafür bezahlt. Der Preis betrifft wesentliche Fragen der Innenpolitik, der Haushaltsfinanzpolitik, der Sozialpolitik. Er betrifft aber eben auch die Frage der Modernisierung des vorhandenen Arsenals. Das ist etwas, was uns sicherlich nicht so sehr gefällt, was wir aber, denke ich, einfach als Preis zur Kenntnis nehmen müssen. Ich fände es oder hätte es ein verheerendes Signal gefunden, wenn dieses erste große Rüstungsbegrenzungsabkommen dieses Jahrzehnts oder des letzten Jahrzehnts nicht die notwendige Mehrheit im Senat gefunden hätte. Glücklich über den Gesamtkontext muss man deswegen nicht sein, wenn man einen solchen Preis zahlen muss. Zweiter Punkt, Raketenabwehr. Die Raketenabwehr ist ja ein Thema, das wir im engen Zusammenhang mit der nuklearen Abrüstung sehen. Und insgesamt mit Fragen von Abrüstung und Rüstungskontrolle. Wir haben ja gesagt, beim strategischen Konzept der NATO, dass die, im englischen Text heißt es, Reduced Salience of Nuclear Weapons, so steht es in der Nuclear Posture Review der Vereinigten Staaten drin, ein ganz entscheidender Punkt sein kann, wenn es gelingt, auf der anderen Seite Besorgnisse zu zerstreuen, indem wir gemeinsam in der NATO und mit einem Angebot an Russland, dort aktiv mitzuwirken, an Raketenabwehr aufbauen. Es wird jetzt also entscheidend ankommen auf die Ausgestaltung des Systems der Raketenabwehr. Und wir sollten uns da nach allen Kräften darum bemühen, das auf eine möglichst breite Basis zu stellen, um genau den Effekt zu verhindern, den Sie beschrieben haben. Manche Rhetorik, auch im Zusammenhang mit den Ratifizierungsverfahren, jetzt auch gestern in der Duma und heute im Föderationsrat, lassen da ein paar Alarmglocken angeben. Wir müssen das genau beobachten. Dritter Punkt, AKSE-Ratifizierung. Ich denke, wir müssen hier gemeinsam mit unseren Partnern vorgehen. Das ist der Obersatz. Und das Zweite ist, wenn es kreative Wege geht, die Blockaden oder die Stolpersteine, die auf dem Weg zu einer Inkraftsetzung von neuen konventionellen Rüstungskontrollregimen aus dem Weg zu räumen, dann soll uns das recht sein. Es ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Wunsch aus deutscher Sicht, ich denke aus Sicht der Europäischen Union und der NATO, dass insbesondere im Hinblick auf Transparenz in dem Bereich wieder Fortschritt gemacht wird. Denn da ist uns in der letzten Zeit natürlich einiges auch an vertrauensbildenden Maßnahmen abhanden gekommen, die wir dringend wieder brauchen. Ob sich das letztendlich in einer Weiterentwicklung von Istanbul niederschlagen kann, das vermag ich nicht zu beurteilen. Dazu ist die, ich benenne es klar, die Georgienfrage zu, in Anführungszeichen, unlösbar im Moment. Ob man andere kreative Wege findet und die dann tatsächlich auch beschreitet, das würde ich gegenwärtig nicht vorhersagen wollen. Indien, ein ganz besonders schwieriges Thema, weil wir damit ja auch schon uns befasst haben, als die letzte Bundesregierung sich entschieden hat, dem amerikanisch-indischen Nuklearabkommen den Segen zu geben. Und das war damals für die Bundesregierung sicherlich eine außerordentlich schwierige Entscheidung, die wir hier im Deutschen Bundestag sehr kontrovers diskutiert haben. Das hat manchem auch damals sehr wehgetan, egal ob er damals Opposition oder Regierung gewesen ist. Das möchte ich gleich dazu sagen. Die Abwägung, wie man sich in der konkreten Frage hier Indian Nuclear Suppliers Group eines Tages verhalten wird, ist sehr, sehr schwierig und gegenwärtig auch noch nicht zu treffen, Gott sei Dank. Denn es ist klar, dass es da einen Widerspruch geht. Auf der einen Seite können wir überhaupt kein Interesse an irgendeiner Schwächung des NVV haben. Auf der anderen Seite hat es natürlich seinen Reiz zu sagen, wenn es wirklich gelingen sollte, stärker in die Regulierung des NVV hineinzuziehen, dann wäre es ja ein Fortschritt. Nur gegenwärtig sehe ich das noch nicht oder zumindest bei weitem nicht in dem Maße, wie das nach meiner Auffassung erforderlich wäre. Und deswegen ist es gut, dass wir uns hier gegenwärtig noch nicht festlegen müssen. Die Abwägung dieser Argumente bleibt auf dem Tisch. Vielen Dank. Die nächste Frage kommt von Kollegen Schnurr. Herr Staatssekretär, Sie haben bereits sehr ausführlich über die Ratifizierung des New START-Abkommens gesprochen und auch über die Bedeutung, die Sie letztendlich für die gesamte Welt und für das Ziel einer atomwaffenfreien Welt hat. Und es würde mich in diesem Zusammenhang interessieren,
wie Sie wie die Bundesregierung die Perspektive für die Einbeziehung von substrategischen Atomwaffen für den weiteren Abrüstungsprozess bewerten. Positiv. Und zwar deshalb, weil nach dem großen Erfolg bei New Start bei den amerikanischen Freunden insbesondere eine große Entschlossenheit festzustellen ist, auf dem Weg der nuklearen Abrüstung voranzugehen und dabei einen sehr rationalen Ansatz zu wählen und die Frage der Sinnhaftigkeit bestimmter Waffensysteme in den Vordergrund zu rücken. Und da findet die Argumentation, die aus Deutschland seit längerer Zeit zu dieser Frage gekommen ist, auch durchaus Gehör. Allerdings ist auch ganz klar, und das war von vornherein klar, für alle, die jetzt hier Verantwortung getragen in der Bundesregierung und früher getragen haben. Das ist ein Thema, was wir auf jeden Fall im Rahmen des Nordatlantischen Bündnisses mit den Partnern diskutieren wollen und auch durchaus unter wacher Beobachtung dessen, was sich in Russland tut, das ja über enorm große Potenziale von diesen substrategischen Atomwaffen verfügt. Und es muss darüber hinaus auch klar sein, dass wir den Zusammenhang zwischen den deutschen Interessen und den Interessen auch einzelner Mitgliedstaaten des Nordatlantischen Bündnisses hier sehen. Unter diesen Bedingungen, glaube ich, sind wir innerhalb der NATO auf einem guten Weg, das einzubauen. Und es ist ja auch gelungen, bei den Beratungen zum neuen strategischen Konzept der NATO die Dimension der bisher überhaupt keiner Regulierung unterliegenden substrategischen Nuklearwaffen zu berücksichtigen. Von daher, wir wissen genau, dass das ein langer Weg ist. Aber ich glaube, im Jahr 2010 sind die ersten Schritte gemacht worden. Herr von Ahlen, bitte. Ja, Heuer, ich möchte erstmal sagen, dass wir uns natürlich alle einig sind, dass 2010 mit dem Nichtverbreitungsvertrag und dem Startvertrag eigentlich ein gutes Jahr war. Ich würde aber auch sagen, dass aus deutscher Sicht das eher ein schlechtes Jahr war für die atomare Abrüstung. Sie sind in die Koalition gestartet mit dem expliziten Ziel im Koalitionsvertrag, dass die ungefähr 20 noch in Deutschland verbliebenen US-Atombomben abgezogen werden. Damit sind Sie erstmal komplett gescheitert. Und wenn ich jetzt Ihre Worte eben richtig verstehe, haben Sie eine Perspektive von mehreren Dutzenden von Jahren. Also das ist erstmal nicht vielversprechend. Aber das ist ja sogar eine negative Bilanz. Und da kann ich Ihnen jetzt die Frage zu Indien leider nicht ersparen. Sie wissen, dass im letzten Jahr sozusagen in einer Art Copy-Paste-Geschichte des US-indischen Nukleardeals China und Pakistan jetzt einen ähnlichen Nukleardeal auflegen wollen. Woran man sieht, dass all die Bedenken, die in der letzten Legislatur hier geäußert worden sind, wenn man einmal die Schleusen öffnet, einem erklärten Atomwaffenstaat wie Indien, der nicht Mitglied des Nichtverbreitungsvertrages, trotzdem die Atomtechnologie zur Verfügung zu stellen, dass sie damit den ganzen Nichtverbreitungsvertrag unterminieren. Und jetzt hören wir von Ihrem Botschafter in Indien, Herrn Matusek, wir werden trotzdem Indien darin unterstützen, der Nuclear Suppliers Group beizutreten, was nach den Regeln der NSG überhaupt nicht geht. Und damit torpedieren Sie natürlich eigentlich und unterminieren Sie den ganzen Nichtverbreitungsvertrag. Das ist die erste Frage. Und die andere Frage, Sie haben die Kleinwaffen erwähnt. Sie haben auch gesagt, dass, wie haben Sie es genannt, die Kontrolle von Kleinwaffen, dort haben Sie wichtige Akzente gesetzt. Dem würde ich zustimmen, aber glaube ich in einem ganz anderen Sinne. Denn Sie haben vor einigen Wochen Ihren Rüstungsexportbericht vorgelegt, aus dem deutlich wird, dass Deutschland auch im letzten Jahr wieder für mehrere Dutzend Millionen Euro Kleinwaffen in alle Welt geliefert hat. Damit haben Sie wichtige Akzente in der Verbreitung von Kleinwaffen in der Welt geschaffen. Ich verstehe überhaupt nicht, wie Sie sich jetzt hier hinstellen können und sagen können, Sie haben Akzente bei der Kontrolle der Kleinwaffen gebracht. Ich denke, wir sind im Moment in einer Situation, dass das große deutsche Unternehmen Heckler & Koch das Kleinwaffen in alle Welt exportiert, mittlerweile als nicht mehr zuverlässig gilt. Sie selbst haben entschieden, dass Heckler & Koch in zumindest ein Land, Mexiko, nichts mehr exportieren darf. Wann gehen Sie endlich den richtigen Schritt und sagen ein Unternehmen, das von der Staatsanwaltschaft durchsucht wird, dass Kleinwaffen, die über 30 bis 50 Jahre in der ganzen Welt zu Millionen von Toten führen können, dass die nicht weiter exportieren dürfen? Das ist meine Frage. Wenn Sie wirklich Akzente setzen wollen, dann doch hier in Deutschland. Vielen Dank. Die Bewertung der Bilanz, negativ oder positiv, sehe ich natürlich diametral anders als Sie. Aber das muss ich einfach respektieren, dass Sie dort eine andere Position haben. Ich denke, wir haben an manchen Stellen Fortschritte erzielt in den letzten Jahren, die vor wenigen Jahren nicht möglich gewesen wären. Das gilt dann eben nicht nur für die globale Ebene, wo NVV natürlich nach 10 Jahren Stillstand endlich mal ein richtiger Erfolg gewesen ist, sondern es gilt auch das, was für uns hier möglich ist. Ich habe im Übrigen keineswegs gesagt, dass ich jetzt das Thema der substrategischen Nuklearwaffen in Deutschland auf die
lange Bank schieben möchte. Im Gegenteil, wir werden da ganz beharrlich weitermachen. Wir haben allerdings immer gesagt, wir verhandeln es im Bündnis, und zwar auch im Rahmen der Beratung zum und jetzt der Umsetzung des strategischen Konzepts der NATO. Und so werden wir da auch weiter herangehen. Ich glaube, dass die ganze Sache sehr viel schneller gehen wird, aber das werden wir sehen. Im Übrigen, wenn Sie jetzt schon an Wahlversprechungen herangehen, die da mal gemacht worden sind, oder Ideen, die im Wahlkampf geäußert worden sind, dann muss ich Ihnen sagen, glauben Sie bloß nicht, wir wären schon zu Ende. Also geben Sie uns durchaus noch die Zeit, die wir haben, um hier Fortschritte zu erzielen in dieser Koalition. Was die Frage China-Pakistan angeht, die ist für mich gegenwärtig reichlich hypothetisch. Ich habe persönlich eine Meinung gehabt zum Thema des amerikanisch-indischen Nuklear-Deals. Da waren wir hier im Hause unterschiedlicher Meinung, aber es gab sehr viele Gemeinsamkeiten auch zu dieser Frage. Die Situation ist jetzt so, wie sie ist. Der amerikanisch-indische Deal ist da. Er ist von der Nuclear Supplies Group abgesegnet worden. Jetzt haben wir eine neue Situation. Die ist nicht leichter geworden dadurch, aber sie ist so, wie sie ist. Irgendwelche Festlegungen darauf gibt es nicht. Im Übrigen wird die Politik der Bundesregierung nicht von einem Botschafter vor Ort definiert, sondern von der Bundesregierung hier in Berlin. Ich kenne diese Äußerung, diese angebliche Äußerung im Übrigen nicht. Letzter Punkt, Kleinwaffenexporte. Also ich bin über das Ergebnis und die Bewertung staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen hier nicht informiert. Das müsste ich gegebenenfalls gegenüber dem Ausschuss dann nachholen. Aber ich muss Ihnen sagen, dass man sehr differenziert an diese Dinge herangehen muss. Wir sind interessiert an globalen Lösungen zu dieser Frage, weil ganz offensichtlich in völlig unvertretbarem Umfange Kleinwaffen in die falschen Hände geraten. Wenn hingegen ein deutscher Anbieter in der Lage ist, dafür zu sorgen, dass in Deutschland produzierte Kleinwaffen in die Hände von völlig legitimierten Personen und Organisationen geraten, dann ist das nach meiner Auffassung völlig in Ordnung. Deswegen muss man die Frage der Bewertung dieser Zahlen unter diesem Gesichtspunkt sehen und nicht so pauschal. Die nächste Frage stellt der Kollege Kaufmann. Entschuldigung, dann waren wir jetzt Herr Kiesewetter, Verzeihung. Roderich Kiesewetter, Wahlkreis Aalen-Heidenheim, Nachfolgeschau Sprunhuber. Und das ist jetzt im Protokoll, das ist wunderbar. Noch ein Gruß an den Wahlkreis. Herr Staatsminister, ich habe natürlich mit großer Freude den Bericht zur Kenntnis genommen, insbesondere, dass wir insgesamt in die Abrüstung wieder etwas Bewegung bekommen. Allerdings, meine Frage bezieht sich auf die Genfer Abrüstungskonferenz, die ja auch unter anderem die nukleare Abrüstung beinhaltet. Seit 12 Jahren, seit 1999, gibt es dort keine substanziellen Verhandlungsergebnisse mehr. Und das Arbeitsprogramm vom Jahr 2009, das ja im Konsens verabschiedet wurde, kann nicht umgesetzt werden wegen Widerstand Pakistans. Nun handelt es sich da um 4 Arbeitsgebiete: nukleare Abrüstung, Verbot der Produktion von Spaltmaterial, die Verhinderung des Wettrüstens im Weltraum und als 4. Punkt das Thema Sicherheitsgarantien. Und pakistanischer Widerspruch richtet sich nur auf den 2. Punkt, nämlich auf das Verbot der Produktion von Spaltmaterial. Also scheint es ein sehr kleiner Bereich zu sein, an dem der Widerstand hängt. Meine Frage nun: Welche Anstrengungen unternimmt die Bundesregierung, die Genfer Konferenz wiederzubeleben? Und zweitens, in welcher Weise können Sie multilateral oder auch bilateral auf Pakistan einwirken, hier für weitere Bewegung zu sorgen? Dankeschön. Vielen Dank. Die Einwirkung auf Pakistan, das wissen wir auch aus anderen Zusammenhängen, ist außerordentlich schwierig. Man darf sich da auch nicht überheben. Ich glaube, es ist mir wichtig, bei diesem Versuch gute und möglichst starke Verbündete zu haben. Und darum bemühen wir uns. Und ich denke, dass das befördert werden könnte dadurch, dass wir die Sympathien für einen Fissile Material Cut-Off Treaty auch bei unseren eigenen Freunden etwas erhöhen. Wir jedenfalls bemühen uns darum. Ich bin mir über die Abfolge möglicher politischer Entscheidungen bei den wichtigsten NATO-Ländern einigermaßen im Klaren. Das betrifft auch das größte Mitgliedsland. Und deswegen glaube ich nicht, dass das der erste Vertrag ist, der dort nochmal einen neuen Anschub bekommt, sondern wir erst sehen müssen, was mit dem Comprehensive Test Ban Treaty passiert. Aber für uns hat die Frage der Kontrolle des spaltbaren Materials einen ganz, ganz großen Stellenwert. Und das ist auch der Kern unserer Bemühungen in Genf. Insgesamt kann das, was bei der CD passiert ist, natürlich keinen zufriedenstellen. Auch uns nicht. Unsere Anstrengungen werden nicht nachlassen. Die nächste Frage kommt von der Kollegin Keul. Ja.
Ja, vielen Dank, Herr Staatssekretär. Auch ich möchte mich erstmal bedanken für die Vorstellung Ihres Berichtes und begrüße es zu hören, dass die Bundesregierung sich mit Fervor für die Abrüstung einsetzen will. Dennoch treiben mich einige Fragen um. Die eine ist hier schon mehrfach angesprochen worden, Indien. Sie haben schon geantwortet, in welchem Konflikt Sie sich befinden. Ich möchte daher an dieser Stelle nur noch mal mit Nachdruck betonen, dass Sie sich doch bitte dafür einsetzen mögen, die Voraussetzung, nämlich den Beitritt zum Nichtverbreitungspakt, auch hier zu unterstreichen auf internationalem Parkett. Noch nicht beantwortet worden ist, glaube ich, der Kollege Jan van Aken hat es, glaube ich, angedeutet, im Koalitionsvertrag war einmal angekündigt worden, dass man sich für den Abzug der deutschen Atomwaffen aus Deutschland einsetzen wolle. Da hat es ja bislang noch wenig Erfolge zu verzeichnen gegeben. Es ist auch nicht gelungen, auf internationalem Parkett bei der NPT-Konferenz die nukleare Teilhabe Deutschlands zu thematisieren. Deswegen meine Frage, wie soll es hier weitergehen? Welche konkreten Maßnahmen hat die Bundesregierung im Blick, um hier den Abzug und das Thema nukleare Teilhabe voranzubringen? Die letzte Frage hier in diesem Zusammenhang, wenn Sie sich so für Nachdruck für die Abrüstung einsetzen, frage ich mich natürlich, wenn ich mir den Haushalt angucke, im Einzelplan 5, wie es dann eigentlich kommen konnte, dass der Titel für Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitungszusammenarbeit um ein Drittel zusammengekürzt worden ist, von 60 Millionen auf 40 Millionen. Das ist mir nicht ganz klar. Vielleicht können Sie da Aufklärung bringen. Danke. Ja, also die Frage der substrategischen Nuklearwaffen steht für uns natürlich weiter im Vordergrund. Das ist von ganz entscheidender Bedeutung. Und wir haben gesagt, dass wir das im Bündnis weiter vorantreiben. Das ist uns gelungen, das auch im Zusammenhang mit der Beratung des neuen strategischen Konzeptes der NATO unterzubringen sozusagen und eine Diskussion in Gang zu setzen, die mehr und mehr von rein rationaler Wahrnehmung der Funktion und Glaubwürdigkeit von nuklearen Waffen insgesamt und substrategischen Waffen insbesondere gekennzeichnet ist. Deswegen ist das, glaube ich, ein ganz guter Weg, den wir dort beschritten haben. Wir werden sowohl bei der CD, also bei der Abrüstungskonferenz in Genf, wo ja das Problem ein bisschen darin besteht, dass logischerweise hier immer Einvernehmen hergestellt werden muss. Also brauchen dann immer Konsensentscheidungen, deswegen dauert das unendlich lange. Als auch im Zusammenhang mit dem Thema Nuclear Supplies Group und Indien sehr abwägend verhalten. Die Grundlinien sind klar. Wenn es tatsächlich gelingen würde, Indien in den Nichtverbreitungsvertrag oder zumindest mal in den Nichtverbreitungsregime hineinzuholen, so wie das im Hinblick auf, ich glaube, 17 oder ähnlich nukleare Installationen in Indien mittlerweile der Fall ist, aber längst noch nicht bei allen, da wäre das ein Riesenfortschritt und da würde man die eine oder andere Entscheidung auch mit einem anderen Licht beleuchten, als das sonst der Fall ist. Was den Haushalt angeht, da muss ich Ihnen sagen, die Tatsache, dass wir diesen für uns wirklich prioritären Bereich der konkreten Abrüstungsinitiativen mit einem geringeren Haushalt bedienen können, ist ein großer Erfolg. Warum? Weil nämlich große Abrüstungsprojekte, die in den letzten 10, 20 Jahren finanziert worden sind, abgeschlossen sind. Wir sollten uns darüber freuen, dass es gelungen ist, mit Hilfe der Mittel, die der deutsche Steuerzahler aufgebracht hat, in gigantischem Umfang furchtbare Waffen, insbesondere auch auf dem Gebiet der früheren Sowjetunion, zu vernichten. Herr Kollege Stinner. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Zunächst noch mal sehr deutlich auch die Aussage, dass wir es sehr begrüßen, dass diese Bundesregierung seit Oktober 2009, seit ihrem Inkrafttreten mit dem Thema Abrüstung, eine ganz herausragende Bedeutung in ihrer Regierungsarbeit beimisst. Und ich kann Sie nur ermuntern, konsequent und stringent diese Politik weiter zu betreiben. Und da bin ich bei Konsequenz und Stringenz. Und deshalb möchte ich auf das Thema Indien noch mal eingehen. Ich möchte Ihnen, Herr Staatsminister, zur Kenntnis geben, dass meine Fraktion, die FDP, damals die Situation sehr kritisch beurteilt hat. Wir waren über den amerikanisch-indischen Deal, ich will es mal so sagen, entsetzt und haben das auch sehr problematisiert. Und ich glaube, dass das wirklich wir jetzt, die jetzige Bundesregierung, unverdienterweise den Fluch der bösen Tat erntet. Nämlich, dass wir erleben, dass natürlich, wenn man einmal nicht konsequent ist, es einem um die Ohren gehauen wird. Da komme ich auf das Thema Iran. Also wir haben ja in Iran, wie wir alle wissen, eine sehr delikate Situation. Und bei meinen Gesprächen in Iran und mit Iranern hier bekomme ich natürlich dieses Thema, dieses inkonsequenten Handelns ständig um die Ohren gehauen. Und ich will Ihnen nur meinen Eindruck schildern, dass ich finde, dass diese Fehlentscheidung der Vorgängerregierung Ihre Arbeit heute sehr, sehr deutlich erschwert.
Vielen Dank, Herr Kollege. Ich habe die Freude, hier für die gesamte Bundesregierung zu sprechen und bin mir dabei aber durchaus der überzeugenden Argumentationskette des damaligen außenpolitischen Sprechers Ihrer Fraktion bewusst. Das ging ja sehr schnell. Die Kollegin Karin Vogler hat jetzt das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Staatsminister. Ich möchte doch die Gelegenheit nutzen, noch mal nachzuhaken. Sie haben vorhin davon gesprochen, dass es Ihnen gelungen sei, in den Beratungen innerhalb der NATO